Hölle auf dem Mars. Was? Wo? Wie? Der Atrium Tower ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht, auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, da geben wir dir neue Informationen. Das ist vorerst alles. Bitte was? Jetzt gibst du mir schon Anordnung? Befehle? Ich bin ja der Einzige, der der Befehle ausführt. Aber ich bin zurück. Zurück auf dem Mars. Nur sieht dieser jetzt ein wenig anders aus. Und dieses Portal da oben gefällt mir gar nicht. Wirklich ganz und gar nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das jetzt ein bisschen leichter wird. Die Vorkämpfe waren ja doch ein bisschen happig, also deswegen... Ich bin gespannt, was mich jetzt hier auf dem Mars wieder erwartet. Wie sieht's denn aus? 5 könnten wir, Moment, bei 5 kann ich ja mal gucken. Schnelle Aufladung, reduziert die Zeit, bevor eine weitere Zielerfassung möglich ist. Super, das nehmen wir. Immer. Ich hätte auch das obere nehmen können. Erfasst. Dämonen deutlich schneller wäre auch sinnvoll. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Moment. Den habe ich wirklich gar nicht gesehen. Ich war jetzt hinten beschäftigt mit dem, was vorbeiflog. Aber nicht mit dem, was vorne vorbeiflog. Also ganz ehrlich, da war ich jetzt... Entschuldigung. Es geht aufwärts. Es geht aufwärts. So. Und wo bin ich jetzt? Nettier. Möchte ich hier sein oder möchte ich woanders hin? Da krabbelt was. Da krabbeln 2. Dann folge ich ihnen mal. Ich bin mal so frei und hüpfe auch hier in die Gegend und weiß gerade nicht so richtig, wo ich hin soll. Vielleicht hier hin? Ja, sieht gut aus. Hier, die da hatte ich da hinten gesehen und als der dann plötzlich vor mir auftaucht, dachte ich so, was ist denn das? Boah, das war knapp. Wie oft fällt man da normalerweise runter? Keine Ahnung. Ich höre was. Oh, die Hölle, sie ist hier. Überall diese Viecher. Ich muss dann mal wieder aufräumen. Es bleibt wohl an mir hängen. Andere machen's ja nicht. Und ich bin der Einzige, der aus der Hölle und wieder zurückgekommen ist. Gib mal her. Ja. Danke. So wie jedes Mal. Danke. Oh, Energie ist knapp, Lebensenergie noch weniger, aber es macht nichts. Diese Tür geht auf. Das Terminal ist offline. Ich hab Hunger. Ja, du sagst es, und Durst auch. Die Feuer der Hölle machen durstig. Problem ist nur, mein Helm hat leider keinen Mundschutz, den ich aufklappen kann. Es gibt hier nichts zum Trinken. Apropos, wo ich gerade sehe, die hier habe ich noch gar nicht benutzt, oder? Ich kann hier mal auspacken.
Und wer auch immer hier satanische Rituale durchgeführt hat, er war ziemlich gründlich. Nun gut, eigentlich gefällt mir der Ort hier gar nicht. Was ist das? Ja, dich habe ich doch schon. Gut. Nun gut, haben wir... Oh, hier haben wir noch was. Nehmen wir mit. Das fand ich übrigens sehr unlogisch. In der Hölle gab es ja auch so zwei, drei Stellen, wo wir sowas hier gefunden haben. Und ich muss sagen, das war unlogisch, dass es die in der Hölle gab, fand ich. Zumindest mit den Einträgen, die man da hatte. Belastungsfähig. Sollten Sie in eine Stufe 3 Dämoneneindämmungseignis geraten, ist es äußerst wichtig, dass Sie Ruhe bewahren. Ein Fürsprecher der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht. Es gibt hier in der Lazarus-Laboren ein Sprichwort. Wenn du den Job willst, dann verhalte dich auch so. Also bleiben Sie ruhig und denken und handeln Sie wie ein Fürsprecher der Stufe 3. Hier einige Hinweise, die Sie befolgen sollten. Erstens, versuchen Sie, eine Notfallkraftfeld-Sicherheitszone oder einen Schott zu erreichen. Rennen Sie dabei nicht, da einige der transdimensionalen Besucher auf Bewegungen reagieren. Zweitens, schalten Sie empfindliche Ausrüstung ab, die Sie bei sich tragen. Wenn Sie den Dämonen nicht entkommen können, ist es entscheidend, dass Sie den Plasmaschneider nicht eingeschaltet lassen, da er wichtige Geräte beschädigen könnte. Drittens, wenn es keinen Fluchtweg gibt und Sie Ihre Ausrüstung ausgeschaltet haben, stellen Sie sich freiwillig dem Dämon. Studien haben gezeigt, dass eine Flucht den Dämonen verärgern kann, sodass er Ihren Körper zu stark beschädigt, als dass eine spätere Untersuchung noch möglich wäre. Knien Sie sich hin, schließen Sie die Augen und warten Sie. Denken Sie immer daran, auch tot können Sie noch ebenso nützlich sein wie zuvor. Ja, das ist doch... Also, die USC gefällt mir immer mehr. Da möchte ich wirklich ganz freiwillig dort arbeiten. Vorzugsweise, wenn ich schon tot bin. Ja, dann habe ich nämlich nicht mehr so die Probleme mit den Arbeitsvorgehensweisen, die die hier haben. Nun, Vega, was hast du mir denn zu sagen? Soldat an Commander Data? Olivia hat ein Artefakt in ihrem Privatlabor, das wir schon seit Jahren untersuchen. Ich glaube, damit findest du die Antworten, die du suchst. Denn es trägt dein Zeichen. Olivias persönliches Labor ist nicht in der Datenbank der Einrichtung registriert. Um es zu finden, ist Freigabestufe Alpha erforderlich. Erteilt. Du kannst die Lazarus-Labore über den nördlichen Teil des Forschungskomplexes erreichen. Es sind etwa 80 Kilometer. Ich aktiviere das Zugsystem, aber dafür wirst du eine Schlüsselkarte für die USC-Einrichtungen brauchen. In der Nähe ist eine Sicherheitsstation. Schlüsselkarte. Ich verstehe. Na, dann werde ich mal eine Schlüsselkarte suchen. Haben wir ja schon lange nicht mehr gebraucht. Was ist das hier? Und wieso vibrierte gerade ganz kurz mein Controller? Fragen über Fragen, die ich bedauerlicherweise nicht beantworten kann. Aber wenn ich hier drauf zugehe, vibriert der Controller. Naja, gut. Ignoriere ich mal. Und öffnen. Freunde. Mann, das ist ja hier... Moment mal bitte. Zack. Zack. Oh oh. Jetzt brauchen wir doch mal das. Das ist ja eine blöde Stelle für einen solchen Kampf. Also ehrlich. Aber was soll's. Hammer. Und auch dich habe ich. Danke. Kamst mir gerade gelegen. Was zum... Wollte der mir gerade ans Leder? Wollte der mir gerade...
Was machst du denn da? Oh. Nein, das geht nicht. Und dich hau ich nochmal weg. So. Danke sehr. Mann, das sind ja hier... Sind das hier viele? Und wo ist der letzte? Da. Oh. Danke sehr. Ich putz euch alle weg. Genau so mache ich das. Das war jetzt überraschend, dass an der Stelle genauso viele Gegner auftauchten. Also, wow. Ich würde das gerne mitnehmen. Naja. Geht leider nicht. Was ich persönlich auch überraschend finde, weil ich glaube, da komme ich doch gar nicht hin. Na gut, dann gucken wir mal, was es hier noch so für Überraschungen gleich gibt. Denn die Musik gefällt mir gerade gar nicht und das Areal ist ja auch riesig. Hier war ich doch schon mal. Also da war es noch nicht ganz so zerstört, gebe ich zu, aber hier war ich schon mal. Na gut. Wir wissen ja, im Programm gibt es so ein bisschen Backtracking. Und ich gucke gerade mal, ich nehme mal die Waffe. So, es geht bergab. Den hauen wir mal um. Und den hauen wir auch weg. So, nochmal. Okay. Auch den kann man mitnehmen. Und, wow, verdammt. Okay, das war jetzt Zufall, dass das so reibungslos gerade ging. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so leicht wird. Also leicht in Relation natürlich. Die hauen wir so weg, um Munition zu sparen, wie immer. Und das war schon. Hoho. Ich sag doch, das war in der Relation verdammt easy. Easy, easy. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ja. Meine, der Wegpunkt sagt mir, ach, ich soll da nach oben. Ich sehe schon. Ich soll hier hoch, denn das war der einzigste Weg, der ging. Also... Der logisch ist und... Ah, da gibt es sowas wie ein... Eine Herausforderung. Die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel, ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Ja, mach das mal. Ich leg da gar nicht so den Wert drauf, auf die nächste Existenzebene gebracht zu werden. Ich finde es eigentlich ganz schön, wo ich bin und... Ich habe hier was gefunden. Eine Runenprüfung. Sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. 15 Stück soll nicht, Zeit habe ich 16 Sekunden und eine Sekunde pro eingesammelten Höllenrelikt. Bewegung im Flug kriege ich als Belohnung. Bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Das hatte ich ja gerade schon vorgelesen. Also, Prüfung starten. Ich weiß noch nicht, was man hier machen muss. Ach, wie nett. Jetzt muss ich hier also wie wild durch die Gegend laufen, ne? Wow. Thank you.
Mann! Verdammt! Okay, also ist eigentlich gar nicht so schwer. Man darf sich bloß keine Fehler erlauben bei der Aktion hier. Denn wenn man hier Fehler macht, dann passiert das. Und los. Gut, also noch sieht's ganz gut aus. Ich hoffe, dass ich das diesmal hinkriege. Na, dann wollen wir mal. Mit Konzentration. Alles einsammeln, was da ist. Hier noch, da noch. Nein! Ja, perfekt. Okay, an der Stelle muss ich mal sagen, ich wette mit euch, ich habe 3 oder 4 Versuche rausgeschnitten. Ich habe das insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Mal gemacht, bevor ich das hingekriegt habe. Also ein bisschen zeitlich knapp bemessen. Auf jeden Fall, Rundprüfung abgeschlossen. Bewegung im Flug habe ich als Belohnung erhalten. Und zwar kriege ich damit eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug. Ich habe einen zweiten Runenplatz freigeschaltet. Das ist cool. Erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen und Gegenständen findest. Okay, was hätten wir hier? Benutze 30 Ausrüstungsgegenstände. Das kriegen wir hin. Denke ich. Töte 30 Dämonen, während du in der Luft bist. Nicht wirklich. Und hier... Was? Sammel 500 Munitionsgegenstände. Aha. Munitionsboost. Was soll's? Was? Geht nicht? Nimm 300. Das zählt doch auch so, oder? Weil ich habe doch diesen Ansauger schon lange nicht mehr drin. Und trotzdem habe ich hier schon 273 Dinger. Gut, Munitionsboost bin ich dran. Dann machen wir hier Ansauger. Dann machen wir das so. Ah, ich bin zurück. Die Kopfschmerzen werden besser, immer wenn ich die Dinger berühre. Und trotzdem sind sie noch da. Da hinten ist ein Pet. Aber ich soll auch hier lang. Also gehe ich da lang. Jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel, ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Ja, sei ruhig. Diese Existenzebene möchte ich gar nicht miterleben. Wo bin ich denn nun? Aha. Wir nehmen mal diese Waffe hier. Gucken mal kurz auf die Karte, weil mich mal interessiert, ob ich jetzt hier wieder so eine Felddrohne, wie sie so schön heißt, gerade übersehen habe. Oder ob die noch kommt. Ich meine, beim letzten Mal kamen da ganz viele Dämonen. Aber egal. Luftschleuse öffnet sich. Ist offen. Das Schild sagt nichts Gutes.
Und du, mein Freund, der Helm ist noch ganz, du nicht. Naja, hat dich gut geschützt. Ehrlich. Und... Oh, oh. Was bist du denn für ein hässliches Ding? Tut das nicht weh? Oh. Warum sind es zwei? Oh. Verdammt. Was bin ich denn da? Hey, ich hänge. Okay. Den nehmen wir mit. Und dich zersägen wir mal. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst hier gerade machen soll, um zu überleben. Ihr kriegt das. Was? Noch zwei davon? Keine Munition. Ja, ich weiß. Und dich zertreten wir mal, damit wir hier ein bisschen Leben kriegen. Weg. Wo bist du? Okay. Ich sehe gerade so gut wie nix. Okay, so. Auch hier wieder ein bisschen Leben, bitte. Und noch mehr Leben. Danke. Ich hoffe, das reicht jetzt. Wow. Mann. Uff, hier geht mir gerade die Pumpe ab. Mann, Leute. So, okay, 6 Punkte brauche ich. Und langsam mal sicher ist mal wieder die Munition knapp. So wie immer, wenn ich spiele. Könnt ihr auch mal dieses Gewehr nehmen, weil das hatte relativ große Durchschlagskraft. Und... Dafür wäre jetzt auch die Chain Gun gut gewesen, natürlich. Was haben wir hier? Forensikbericht. Mache ich gleich. Erstmal gucke ich mich mehr weiter um. Vielleicht habe ich noch was ich mitnehmen kann, wie zum Beispiel diesen Codex-Eintrag über Samuel Hayden. Zweiter Eintrag. Bevor Samuel Hayden starb, stellt er eine detaillierte Anleitung und Entwürfe für einen neuen Körper fertig. Einen bionischen Automaten mit einem plasmatronischen Kern, einem biometrischen Gehirn. Samuel verfügte, dass seine Stirnlappen und Temporallappen intakt bleiben sollten, während die Funktionen seines Parietellalappen und Occipitallappens überbrückt und mit plasmatronischen Kernen verbunden werden würden. Samuels Persönlichkeit, Gedächtnis, Verstand und Begriffsvermögen sollten auf dieses neue Gerüst übertragen werden. Seine Wahrnehmung und mathematischen Fähigkeiten würden jedoch drastisch verstärkt werden. Angetrieben von einem Argent-Speicher und später einem Argent-Akkumulator, oho, erwies sich dieses kybernetische Transfer als Erfolg. Samuel kehrte größer, stärker und furchterregender als zuvor zurück, in einem 3 Meter großen Mechanoiden. Als seine Entscheidung, eine derart große mechanische Erscheinung zu wählen, in Frage gestellt wurde, erwiderte Samuel, die Zukunft der Menschheit zu bestimmen, ist eine gefährliche Sache. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht einmal einen Helden braucht. Stammzellen und neurale Konditionsmittel sorgen dafür, dass sich seine organischen Bestandteile, insbesondere sein Gehirn, ständig neu bilden. Er existiert nur bereits seit 130 Jahren nur, ne? Und man geht davon aus, dass seine natürliche Lebensspanne nicht begrenzt ist. Auch nicht schlecht. Es heißt, sein Körper sei schon lange verstorben, aber seine Seele lebe für immer. Nun, ich weiß ja nicht. Ehrlich gesagt, wenn der schon 130 Jahre rumläuft, wer sagt denn, dass der noch immer wirklich so handelt wie damals? Eigentlich dürfte es ja keinen mehr geben, der ihn kennt. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Samuel wirklich gut ist. Ne? Er hat ja gesagt, wir sollen hier die
Energiespeicher nicht zerstören, damit wir seine Arbeit nicht kaputt machen und sowas alles. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gut ist. Also wirklich gut. Ich überlege für den Fall der Fälle. Ich bleibe mal erstmal drauf und aktiviere mal den Holospeicher.